Hallo und willkommen zu einer neuen Folge, zu einer neuen Session von Super Mario 64 The Green Stars. Wir sind dabei hier in dem Bowser-Level in unserem allerersten. Ja, ich weiß nicht, was holen wir denn? Wir haben hier 3 Sterne, ne? 4 Full Fortress. Irgendwas wollte ich gerade nachgucken. Ja, ich wollte den Namen nachschauen. Mir ist eine Sache jetzt über die letzten Tage aufgefallen, denn ich glaube, vorgestern habe ich die erste Session quasi gehabt. Und zwar, wir könnten eventuell dieses Bild, dieses Schild, das sich ja hier befindet, bei den Bob-Oms, nicht bei den Bob-Oms, bei den, wie heißen sie denn nochmal? Kugelwillis. Bei denen können wir die finden, was sich ja eigentlich hier nur ein Stück weiter befindet. Aber vorher will ich ganz gerne die roten Münzen und die, und diesen Geheimstern finden. Da drinnen wird dann wahrscheinlich auch noch ein Geheimstern sein. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Wow. La 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 la. Das ist Yoshi's Island Musik, nicht wahr? Also Super Mario World 2. Das ist der eigentliche Name. Ja, das Level ist gar nicht mal so leicht. Muss ich tatsächlich sagen. An einigen Stellen kann es ganz schnell und ganz ekelhaft unfair werden. Hier zum Beispiel. Ja, beim ersten Durchspielen habe ich auch Folgendes gemacht. Und ich probiere das jetzt auch direkt mal aus. Weil ich krank bin. Nö, da muss ich schon. Also wenn ich das schon ausprobiere, wenn ich schon so krank bin. Ja, mit einem Wandsprung habe ich es halt gemacht. Das ist vielleicht auch ein bisschen klüger als das, was ich beim letzten Mal gemacht habe. Also im letzten Part. Wo ich ja. Also da habe ich ja irgendein Bullshit gemacht. Schnell hoch, geh schnell hoch. Okay, wundervoll. Ja, wir sind fast oben. So, aufpassen. Rutschige Ecken. Die sind nicht so toll. Und dann kommt ein Hifu. Der könnte uns umbringen. Ich höre die ganze Zeit im Hintergrund so 1000 Krankenwägen. Oder Krankenwagen, je nachdem wie die Mehrzahl ist. Die einfach nur hier vorbeifahren oder so. Es ist, sehr, sehr komisch. Ein sehr, sehr komischer Morgen heute. So, lass mich raten, wenn ich hier runterrutsche, dann bin ich erstmal tot. Deswegen machen wir einen auf vorsichtig. Oh. Aber zurückkommen wir, ne? Das ist auch jetzt nicht so unglaublich schwierig. Da ist ein Leben, das ist mir jetzt an der Stelle egal. So, du kommst mit. Da haben wir unseren ersten Stern, ne? Und gleich unseren zweiten. Den speichern wir mal auch direkt. Oh, hier geht's. Ah ne, das ist der Weg zurück. Okay, das ist auch gut zu wissen. Meine Güte. Denn von hier aus kann man eigentlich nochmal zurückspringen. Beziehungsweise, ich hoffe, ich treffe jetzt auch. Hier zu diesem Grünstern, der sich ja direkt über dem Anfang befindet. Backfindet. So, das ist unser zweiter. Dann haben wir schon fast alles in diesem Bowser-Level. Also das Schwierigste ist schon geschafft, ne? Also wir müssen uns jetzt nicht mehr um die roten Münzen kümmern. Und müssen eigentlich nur noch einen Stern holen. Mal sehen, wie wir dran kommen. Ich bin jetzt gespannt, weil ich habe es noch gar nicht nachgeguckt. Wie man jetzt an diesen Geheimstern kommt. Ja gut, ein bisschen nachdenken, ne? Dann sieht man halt, dass das die Stelle ist. Beziehungsweise bei mir ist es ja irgendwie über die Nacht gekommen. So, wenn man über Nacht einfach mal einen Gedankenblitz hat. Gedankenblitz. Er ist ein Genie und weiß wirklich viel. Legt er erst los, dreht die Welt sich viel schneller. Ja, das muss ja eigentlich hier eines sein. Ja, komm. Das war voll schwer. Alternativ hätte ich auch einfach jede Wand absuchen können, aber ich glaube, es ist einfach nur dazu da, um zu wissen, dass da was ist. Nicht wo es ist. Wisst ihr, was ich meine? So, wir dürften alle... Ja, haben wir alle. Okay. Wir haben alle Sterne hier. Aufpassen. Ja, und dann geht's gleich an Bowser und im Anschluss an die nächste Oberwelt. Wobei auf der Oberwelt, auf der ersten Oberwelt, ist ja immer noch... da werden uns immer noch 3 Sterne angezeigt. Da bin ich jetzt an der Stelle mal gespannt, wo sich diese denn befinden. Also diese Anzeige, diese Sternanzeige hier, die ist schon sehr nützlich. Kann ich ganz ehrlich sagen. Ganz so dumm ist es nicht. Halt in den Hauptwelten ist es halt nicht ganz so nützlich, weil da weiß man, wie viele Sterne existieren.
Das finde ich ein bisschen gemein. Man kann auf den Dinger nicht springen. Ich glaube, im Original ging das, aber ich weiß nicht, warum das jetzt hier nicht geht. Es ist so... Es ist alles so ein bisschen komisch. Und unnütz. La, 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 la. Wir müssen eigentlich nur noch bis zu Bowser kommen. Das ist eigentlich so die schlimmste Stelle, ne? Mit diesen Plattformen, mit diesen Elevatoren. Ich hoffe nur, das wird sich nicht hier noch öfters durchziehen. Also ich hoffe, diese Stellen erscheinen nicht noch häufiger. Das wäre krank und kacke. So, hier konnte man nicht runterfallen. Ja, der Sparky, der kann uns mal kreuzweise. So, nächste Gefahrenstelle ist eigentlich jetzt hier die Stelle mit denen Dingern. Ja, komm her, schieß. Ja, gut. Wir nutzen die Blinkzeit aus. Ach du Kacke. So. Hätten uns fast sogar nochmal treffen lassen. Ja, also das Bowser-Level ist nicht so kurz, wie man denkt, ne? Und deswegen... Es ist eigentlich eher gemein, dass man es zweimal machen muss. Dass man es zweimal machen muss. So, und jetzt spring da hoch, Mario. Das ist gar kein Akt. Jetzt müssen wir natürlich hier zweimal hoch, aber das war es mir wert. Ja, das habe ich mir gedacht. Aber ich kann einen dritten Wandsprung, einen dritten Sprung hier machen, ne? Ja, okay. Machen wir es so. Und auf zu Bowser! Du Irrer! Die Bomben sind höher platziert. Oh, das ist ja schwer. Oh, wer ist da? Mario, wie bist du in diese Welt gekommen? Oh, ja, der Text ist ein bisschen verschoben, ne? Oh, wir brauchen keine Details. Ich habe einen strikten Zeitplan. Und ich muss dich besiegen. Ja, so. Ja, leg los. Du kannst mich nicht besiegen, indem du mich gegen Baum wirfst und mich umdrehst und... Ich reg mich erstmal auf, weil ich ja... Ach so. Kann ich? Genau, okay. Ah, fast. Ein kleiner Winkel. Da kommt er wieder. Ich mag die Musik. Deine Augen einfach, ey. Ich meine, das ist original Super Mario von 60 Modell von dem, aber... Wenn er so zur Seite guckt... Ich habe das jetzt nicht so oft gesehen, dass ich das wirklich sehr interessant finde. So. Oh, das ging nicht nach meinem Plan. Raising the bombs, die Bomben hochzustellen hat auch nicht geholfen. Oh, du gewinnst, Mario. Oh, aber du kriegst keine weiteren Sterne, das garantiere ich dir. So. Also wenn ich etwas übersetze, scheint es dann doch ein bisschen besser mit der mit dem Aussprechen zu klappen, ne? Dann sage ich nicht Sprachfehler. Okay. So, das war's hiervon. Gibt es vielleicht einen Toad, der uns irgendwas gibt? Was ist mit dem Schild? Thank you for download. Ach so, das Begrüßungsschild, das steht hier. Thank you for downloading Super Mario 64 The Green Stars. Having fun to play. Und das Spiel ist von Campbell. 1, 2, 5. Random Zahl. So, haben wir hier vielleicht irgendwie ein kleines Geheimnis? Ich wüsste jetzt nicht wie und wo. Schauen uns doch mal ganz kurz um. Komm, einer der Toads hier auf den Betten, der hat doch was. Ja, auf der gleichen Ebene. So, jetzt komm, rede. This is my bed. Und einen Stern gibt's dafür nicht. Gibst du mir einen Stern? The fireplace is warm. Ja, vielleicht ist da noch was, ne? Hätte ja sein können. Aber wir waren jetzt überall, ne? Also das heißt, es gibt hier jetzt nicht mehr so viel. Kommen wir vielleicht noch hier irgendwie auf so einen Turm hoch oder so? Wow, da wollte ich jetzt nicht rein. Ich wollte gucken, ob ich hier vielleicht auf den Turm komme. Ja, das ist möglich. Das ist möglich. Oder ist das allgemein so, dass das jetzt hier die drei Sterne auf der Oberwelt ist? Also sind.
Also quasi, dass auch Inside Castle und, wie ist das andere, das, der Hinterhof da, ja, schmeiß mich nochmal zurück, da oben ist was, ich will da hoch. Ich bin mir zwar überhaupt nicht sicher, ob das stimmt, aber hey, das muss jetzt nachgeprüft werden. Okay, da kommen wir nicht hoch. Also da kann man nicht mal stehen bleiben. Okay, das scheint alles sehr versteckt zu sein. Gut, gehen wir mal zur zweiten Oberwelt. Oder besser gesagt, in die zweite Oberwelt. Wir schießen uns mit der Rakete ganz weit hinaus. Mal, wodurch wird eigentlich dieser Bug ausgelöst mit dem Schlüssel? Das würde mich mal interessieren, weil im Original klappt das ja, aber hier muss ja irgendwas mit der Deplatzierung dieser Tür zu tun haben oder so. Wahrscheinlich irgendwie mit dem Winkel oder so. Dass Mario versucht, so originalgetreu wie möglich dran zu springen, aber das geht halt nicht. Ja, keine Ahnung. Betreten wir mal das erste Level. Wir sind jetzt schon 12 Minuten im Part oder so. Wird langsam Zeit. Boo's Trembling Tower. Climb to the tower. Also wir müssen zum Turm klettern. Wir müssen nicht den Turm erklimmen, also den Turm im Turm klettern, sondern... Ja, ihr wisst, was ich meine. Hey Mario, this old tower is what the Boos around here call a fortress. I'm not too sure why. I've heard rumors that you can't get up to the top of the tower without a cannon. You might find another one of us around here somewhere that will open the cannon for you. Yeah, good luck. So, ich habe da jetzt schon direkt die Blocktrains gesehen. Danke, Kerl. Bob-Bomb Buddy. Hier gibt es auch direkt die roten Münzen. Also eine rote Münze jedenfalls. Merken wir uns für später. Ja, aber wenn hier schon die Blocktrains sind, ne? Sind zwar jetzt nicht wie ein Last Impact, aber... so stationär bieten sie ja wenigstens Möglichkeiten für Skill. Sag ich mal. Das ist jetzt nicht so, du musst warten. Das ist kein Scrolling-Level. Jeder mag Scrolling-Level. Jeder mag Scrolling-Level. So, da hinten ist das Ende. Boah, das ist die Musik aus Mario & Luigi Partners in Time. Ne? Aus diesem... aus Toad Town. Das überfallen wurde. Hatte ich auch noch vorzuspielen. Mario & Luigi Partners in Time. Hab einige Spiele noch vorzuspielen, aber... die Frage ist, in welchem zeitlichen Rahmen schaffe ich es, diese abzuklappern? Ist hier sonst noch was? Da drüben ist was. Das ist ein Altar oder so. Okay, und hier ist ein Grab oder so. Oh, Alice Real. Luigi. Luigi. Mit einer roten Münze. Und wir können durch Gräber durch. Das ist so traurig. Hier liegt Luigi begraben. Okay, hier ist nix. Ich glaube, die 100 Münzen werden hier gar nicht mal so schwer. Da ist noch eine rote. Dann ist hier hinter vielleicht der rosa Bob-Omb. Schade. Dem ist nicht so... Ah, hier gibt es echt viel. Ich glaube, den 100 Münzstern, den kriegt man hier draußen schon. Hier oben schon. Hey, guck mal, wie viel hier rumliegt. Es geht ja eher um den Hof und nicht um den Turm. Was ist da drinne? Ah, da bist du. Du öffnest mir die Kanone, ne? I'll prepare the cannon for you. Dankeschön. Aber mein Auge juckt gerade. Oh. Wahrscheinlich ist eine Wimper reingefallen. Das ist immer nervig. So, was haben wir hier noch? So ein kleiner verlassener Raum ohne irgendwelchen Grund. Hier erscheint dann wahrscheinlich irgendein Geheimstern oder so, könnte ich mir vorstellen. So für die Secrets oder für Mr. Eye oder... irgendeinen Big Boo. Okay, das ist auch... also, es sieht gut aus. Ist auch ein bisschen creepy. Nur, was kann ich hier machen? Also, der 100-Münzstern wird hier mega einfach. Aber man muss auch beachten, das hier ist ja Kurs 6 und nicht 5. Das heißt, hier hat man einfach mal maßgebliche Nummerierungen einfach umgedreht. Ah, wobei die Boos haben nur eine Münze. Das ist ja lahm. Ah, da müssen wir lang. Oh, mein Auge! Komm mal her, Boo. Ich bring dich um, während ich mein Auge kratze. Einfach niederen Trieben folgen.
So gehört sich das. Ah, da ist noch ein Ausgang. Ich wollte jetzt schon weiterspringen und im Grunde mich umbringen, aber nee, das geht nicht. Also selbst wenn die Buhus hier... Wir haben jetzt schon 21 Münzen. Selbst wenn die Buhus hier nicht so viele Münzen geben, muss das ja nichts heißen. Hier könnte ich mir einen Bosskampf vorstellen, so einen Buhu-Bosskampf. Kommen wir hier hoch? La 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 la. Oder hier ist einfach ein Stern drin. Aber es heißt ja Climb Adventure. Ja, gut. Wir müssen. Da ist was drin, ey. Da ist ein Stern drin, gut. Ich hab gedacht. Ich meine, irgendwie muss man ja nach oben kommen, ne? Die Frage ist nur wie. Climb to the tower top. Also so wirklich die Spitze war es ja nicht. Da ist ja noch ein Turm. Auf dem Turm. Und das wäre eher die Spitze. Deswegen. So, genau. Jetzt kommen die fünf Mysterien. Sollen wir damit direkt mal die 100 Münzen machen? Ich glaube, das wäre gar nicht mal so schlecht, oder? Ja, das sind auch direkt keine... Oh. Oh, hier ist eine Tür. Komm mal her. Gönnen wir auch nochmal die Bücher hier. Warum hole ich mir die ganzen kleinen Sachen? So, das sind direkt 15 Münzen. Ich meine, zieht euch das mal rein. Oh, okay, das ist, das sieht nicht so schön aus. Oh, aber das ist eine rote Münze. Wir holen uns erstmal die roten Münzen, oder? Ich weiß jetzt nicht, ob wir Secrets noch nebenher finden werden. Vielleicht ist es ja auch in Form so einer... von solchen Perlen. Aber das werden wir dann halt später erst erkennen. Wenn wir erstmal eine Perle finden sollten. So, ich würde jetzt auch ganz gerne erstmal zum... See hier gehen. Genau, wir nehmen diese rote Münze mit. Und schauen uns dann hier draußen weiter um. Wobei, im Turm selbst ist ja noch was. Wir holen uns erstmal die 100 Münzen hier draußen. Das ist, glaube ich, besser. Dann sind wir schon wieder schon fast am Ende des Partes. Es passiert wirklich nicht mehr so viel wie früher, ne? Also, den ersten Folgen war das noch so extrem. 40 Sterne in... Hallo, Auge. Da. Haben wir ja noch 40 Sterne in 4 Parts geholt. Also im Schnitt eigentlich nur 10 Sterne in einem Part, ja. Das... kann man mal machen. Oh, jetzt sind hier Schlüssel. Okay. Das sind also Schlüssel und keine was auch immers. Das ist interessant. Ja, die ganzen Scuttlebugs geben auch sehr viel. So, 47. Ich habe gar keinen Bock, Buhus zu töten. Die bringen nichts. Dafür die Mr. Ice schon mehr. Oder die Glubschs, wie sie im Deutschen heißen. Okay, warte mal. Das könnte jetzt ein bisschen nervig werden. Es ist immer irgendwie an der Kante entlang. Gut. Hier erscheint der 100, der rote Münzstern. So, aber wir dürfen nicht vergessen, wir müssen den Turm ja nochmal hoch, ne? Ja, Mr. Glubsch. Mr. Eye. Gib uns dein Geld. Ah, und das ist auch schon direkt der 100-Münzstern. So, das heißt, wir suchen eigentlich nur noch die roten Münzen. Gut. Umso besser für uns. Da ist eine. Wir haben 46. Also, eigentlich haben wir schon 7 Sterne in dem Part geholt, wenn wir das jetzt schaffen. Das ist eigentlich auch gar kein so schlechter Schnitt. Vielleicht am Anfang noch ein bisschen was. Hätte ja sein können. Gehen wir den Turm hoch, ne? Ah ja, gehen wir mal den Turm hoch. Das ist auch interessant. Das ist so ein bisschen Sunshine-mäßig gewesen, ne? Wie er gerade gedived hat. Das ist immer sehr interessant. Können wir hier in das Bild rein? Wir können in das Bild rein. Hoffentlich ist kein Stern hier drin. Es ist ein Secret drin. Okay, das merken wir uns fürs nächste Mal.
Da oben ist ein Schatten. Da wird wahrscheinlich auch wieder eine rote Münze sein, weil die sind halt immer von Weitem sehr sichtbar. Ist halt das, was ich jetzt so schätzen würde. Ein Buch wird es wahrscheinlich nicht sein. Also, ganz ehrlich, das sind meistens immer rote Münzen. So, man sieht jetzt den Weg nach da und hier könnte nichts sein. Okay. Das sind wieder die Grafikfehler. Dieses Verschwimmen. Dieses Verschwimmen des Bildes. Das niemand mag. So, genau, hier ist noch eine. Wie soll ich denn da hinkommen? Das ist jetzt die letzte, ne? Die fehlt. Gibt es hier noch eine Kanone? Was gibt es hier? Da ist Mr. Glubsch. Also da ist der große Mr. Eye. Okay. Irgendwo muss eine Röhre nach oben sein. Ich habe nur keine Ahnung, wo. Wo ist das? Ich könnte versuchen, am Rand zu sein. Aber nee, das bringt nichts. Vielleicht ja in diesem Haus? Wir haben jetzt zwei Ideen. In dem Haus, wo wir waren, also in diesem... Ich meine, hier könnte ja auch prima eine Röhre hinpassen, hier einfach zum Reinspringen. Aber... Oh, das ist ein Secret. Okay. Secret Nummer 3. Finden wir sie halt beim nächsten Mal ein bisschen schneller. Ich wollte mal was ausprobieren. Ob man Fallschaden kriegt, indem man... Ja, warte mal. Da ist sogar noch ein Secret. Genau, so kriegt man keinen Fallschaden. Okay, das wusste ich noch nicht. Das habe ich bei Simple Flips gesehen, nur ich habe es nie wirklich ausprobiert. Nicht auf so eine Höhe. Okay, wir haben schon 4 Secrets. Also wir könnten vielleicht sogar den Stern für die Dingens bekommen. Für die Secrets. Hier hinten könnte ich mir nur ein Secret vorstellen. Finden wir die Secrets jetzt vor den roten Münzen? Findet es beim nächsten Mal heraus. Nicht hinaus. Ja, wobei eine Sache ist jetzt auch wichtig, und zwar, wo ist diese Röhre? Es muss ja irgendwo ein Gegenstück dazu geben, oder es gibt irgendwie... Warte mal, was war das jetzt? Das ist einfach nur ein Grafikfehler, okay. Ganz ehrlich, ey. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Eine... Ich gehe nochmal den Turm hoch. Klar, die Folge hat jetzt ein bisschen Überlänge, das merkt man vielleicht. Aber das geht halt auch nicht anders, wenn man nicht weiß, wie man zu dieser einen Stelle kommen soll. Ich hoffe, die ist überhaupt erreichbar. Weil wenn ich jetzt hier Sachen suche, die überhaupt nicht existieren, dann ist klar, dass ich hier mehr als eine Sache falsch mache. Aber da ist ja noch ein Weg nach da, ne? Also das sieht man ja hier, so mit der falschen kaputten Brücke. Die eigentlich nicht so falsch ist, sondern einfach nur kaputt. Aber die schon falsch ist aufgrund der physikalischen Darstellung. Keine Ahnung. So verhält sich halt keine Brücke. Kommen wir hier rüber. Warte mal, was? Achso. Und da ist die Röhre. Okay, wundervoll. Hoppa! Hoppa Reiter! Wenn er fällt, dann schreit er. So. Dann jetzt eigentlich noch zurück. Und dann haben wir den roten Münzstern. Wie kommen wir jetzt hier weg? Ich glaube, in die Richtung ist sehr schlecht. Ja, über die Kanone. Über die Röhre. Über die Kanone. So, das ist die sicherste Methode. Da haben wir nicht so viele Probleme. Ja, Leute, das war's von der Folge. Ich hoffe, es hat euch in irgendeiner Form unterhalten. Genau, da drüben war's. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir dieses Level, ja, vollständig beenden werden, ne? Ich glaube, wir fangen mit Mr. Glubsch an, ne? Hier mit Mr. Eye. Bis dahin, tschüss und bye bye.